mein Gott, Urlaub steht an und jetzt fragt man sich bei Lymphödem, oh mein Gott, was brauche ich eigentlich alles? Was muss ich eigentlich alles mitnehmen? Welche Vorbereitungen muss ich überhaupt treffen? Und das bin ich in letzter Zeit ganz oft gefragt worden, weil bei mir geht es nämlich tatsächlich am Sonntag das erste Mal nach 4 Jahren wieder in den Urlaub. Und ich muss echt sagen, so langsam freue ich mich. Warum erst so langsam? Naja, es war natürlich jetzt schon auch richtig, richtig viel mit der Vorbereitung. Ich habe nochmal einige neue Coaches abgeschlossen, beziehungsweise nochmal gestartet mit einigen Frauen. Und das muss natürlich auch alles erstmal ins Laufen gebracht werden, sodass sich alle auch sicher fühlen, dass alle auch wissen, wie, wo, was zu finden ist, wie was funktioniert und so weiter und so fort. Und als Selbstständige hat man natürlich immer was zu tun. Das heißt, um im Urlaub wirklich zu entspannen, muss man natürlich als Selbstständiger oder Selbstständige natürlich immer vorher auch alles in trockene Tücher packen, sage ich jetzt einfach mal so. Und für mich in diesem Online-Business, in dem ich mich aufhalte, ist es sowieso fast nicht möglich, komplett mich rauszunehmen, weil ich natürlich auch immer eine gewisse Erreichbarkeit meinen Kundinnen gegenüber habe. Und die möchte ich auch beibehalten. Also ich will jetzt nicht 10 Tage sagen, so, ich lege mich faul in die Sonne und von mir hört und sieht niemand was, sondern ich nehme euch mit. Also ich werde euch heute sagen, wie ich mich auf den Urlaub vorbereite, was alles mit muss und so weiter und so fort. Und ich werde euch auch die Tage beziehungsweise wer meiner Facebook-Gruppe ist, der wird die Tage ab dem Montag, Dienstag, je nachdem, wann wir dann mal so einigermaßen dort angekommen sind und uns zurechtgefunden haben, mein Partner und ich, werde ich euch mitnehmen. Das heißt, über die Facebook-Gruppe Lymphödem, die Kampfansage, dürft ihr und könnt ihr mir folgen, wenn ihr mögt. Ja, wer noch kein Teil davon ist, dürft mir gerne folgen darüber. Tretet einfach der Gruppe bei, die ist kostenlos, ganz klar. Und dort werde ich so ein bisschen auch meine Tipps und Tricks verraten während der Urlaubszeit. Das ist ja für mich jetzt auch schon eine Weile her. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie ich was tatsächlich alles mache. Aber ich habe dieses Mal auf jeden Fall vor, einige Dinge mitzunehmen, die ich sonst nicht mitgenommen habe. So. Jetzt geht es um die Vorbereitung. Naja, wie bereite ich mich auf so einen Urlaub vor? Als allererstes würde ich jetzt mal sagen, eine Liste schreiben. Ich bin so ein Listenfreak, weil ich ganz genau weiß, wenn ich keine Liste schreibe, dann vergesse ich die Hälfte. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie weiter weg ist und wohin fliegt, sehr, sehr blöd, ne? Weil dann kann man nicht so einfach schnell mal irgendwie was besorgen. Vor allem nicht, wenn es so Sachen sind wie Kompression, wie auch Medikamente. Ne? Ihr wisst, ich habe Typ 1 Diabetes. Das heißt, auch da muss ich wirklich Vorbereitungen treffen. Ich muss schauen, dass ich meine Rezepte alle rechtzeitig abgebe, dass ich meine Medikamente alle bekomme, dass ich meine Versorgungen, ja, kompressionstechnisch, alle gewaschen habe, dass ich die auch mitnehmen kann. Wie genau ich das im Urlaub mache, werde ich euch alle noch sagen. Das werde ich euch, also daran werde ich euch teilhaben lassen, wie ich das im Urlaub für mich mache, mit der Kompression, auch zum Thema Ernährung und Co. Ne? Muss ich irgendwas mitnehmen? Ist dort alles vor Ort? Ne? Muss ich mich da auch irgendwie vorbereiten? Muss ich irgendwas abchecken vorher? Auch das, je nachdem, wo man in den Urlaub hinfährt oder fliegt, ist natürlich wichtig und sollte zur Vorbereitung zählen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel wandern gehe oder so, dann sollte ich schon vorab auch wissen, ne? Zum Beispiel auch, wie es Wetter wird, wie es mit der Kompression macht, welche Kleidung ich brauche, wo ich vielleicht auch einkehren kann, wenn ich wandern gehe. Ne? Gerade als Diabetiker ist es nochmal doppelt so schwer, weil man natürlich auch immer schauen muss, wie macht man es mit dem Insulin, wann braucht man was zu essen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann alles nochmal ein bisschen mit mehr Struktur verbunden, als wenn man, ja, wenn man gesund ist. Ne? Also jemand, der wahrscheinlich nichts hat oder nichts groß mitnehmen muss aus medizinischer Sicht, der hat es hier natürlich, ja, ganz klar, total easy. Der packt seine 7 Sachen. Ne? Also ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram in der Story und da hat die eine oder andere auch geschrieben, Martina, mach dir keinen Kopf, nimm einfach deine 7 Sachen mit und flieg. Ne? Also ich mache das auch immer so, Listen führen, ja, habe ich früher gemacht, hat bei mir nicht funktioniert, hat mich total gestresst, war total gar nichts für mich. Ich mache das ganz spontan. Ja, das wäre ich auch gerne, aber durch den Diabetes ist das einfach nicht möglich. Ja, das ist so mein Hauptstörfaktor. Mit dem Lymphödem, ja gut, eine Kompression kann man mal schnell in den Koffer packen, die kann man auch für Handwäsche mal zwischendurch waschen. Man kann auch eine zweite mitnehmen oder eine dritte, wenn man hat. Ne? Man kann auch, so mache ich das ab und an, auch mal so eine Art, in Anführungsstrichen, Alternative mitnehmen, ne? Einfach eine festere Leggings, die ich dann ab und zu mal anziehe, wenn man eben nicht mehr groß sich aktiv bewegt, ne? Das ist für mich zum Beispiel so eine Sache, die werde ich sicherlich auch im Urlaub umsetzen, aber ich will noch gar nicht so arg auf den Urlaub eingehen. So,
Vorbereitung. Also, für mich ganz klar eine Liste. Und, dass ich es euch schon mal gleich sage, ihr kriegt hier unter der Folge von mir eine wundervolle PDF zum Runterladen, eine tolle Liste, eine Packliste, die ihr sowohl für den Urlaub nehmen könnt, aber auch, wenn ihr auf Reha geht und so weiter und so fort. Ne? Ihr könnt die, wenn ihr wollt, natürlich auch ergänzen. Ihr könnt auch Punkte rausnehmen. Ja, einfach so, dass ihr sie für euch quasi individuell gestalten könnt, personalisieren könnt. Genauso, wie ich eigentlich auch mit meinen Frauen zusammenarbeite, also individuell. Und dann könnt ihr einfach schauen, was da für euch noch fehlt und was auf gar keinen Fall zu euch passt. Ne? Das könnt ihr dann einfach runterstreichen. So, für mich ganz wichtig, auf jeden Fall zum Flug die Kompression anziehen. Da gibt es gar keine Debatte. Zum Flug wird die Kompression angezogen. Jetzt habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wo es bei uns hingeht. Wir fliegen nach Ägypten. Habe ich es erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Ich sage es euch jetzt, wir fliegen nach Ägypten. Da war schon das erste Drama da, weil eigentlich wären wir am 30.04. geflogen, habe aber dann den Anruf vom Reisebüro bekommen, dass der Flug gecancelt wurde und wir fliegen jetzt am 1.05. Das heißt, wie gesagt, am Sonntag. Puh, Glück gehabt. Wir haben jetzt quasi keine 10, sondern nur 9 Tage. Ist okay, kann man verkraften, glaube ich. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man auch da einfach aufpassen muss, ne, was die Fluggeschichte im Moment gerade macht. Und Corona, das ist auch eine Vorbereitungsgeschichte. Da sollte man auf jeden Fall darauf Acht geben, was brauche ich zum Flug alles, ne, Maske und Co. Da muss ich auch nochmal, werde ich mich auch nochmal einen Tag vorher, ne, nochmal einlesen, vielleicht auch heute Abend nochmal reinschauen, was ist denn da Fakt, ne, weil es ändert sich ja so schnell mal was. So, also gucken, was ist zum Flug alles notwendig, wie früh muss man da sein, wann geht der Flieger und so weiter und so fort, das ist ganz klar. Und natürlich, wie gesagt, beim Flug die Kompression anziehen. Das ist für mich absolut, ja, gibt es keine Debatte darum, keine Diskussion. Und dann ist es natürlich so, wenn wir in Ägypten angekommen sind, wird es natürlich schweineheiß sein wahrscheinlich. Und natürlich am Strandurlaub ist es Quatsch mit Kompression. Also ich werde die wahrscheinlich dann über die Tage nicht anhaben. Wenn wir vielleicht mal in irgendeine Stadt gehen oder so, ja, dann werde ich es mir überlegen. Aber ansonsten werde ich sie dort wahrscheinlich eher weniger tragen. Ich werde aber meine Maßnahmen anwenden, die ich sonst auch so angewendet habe, die mir gut tun. Und über diesen Zeitraum komme ich dann normalerweise auch gut über Kompression, also ohne Kompression, so muss ich sagen, drüber hinweg. Welche das sein werden, wie ich das mache, wie gesagt, wird auch alles in der Facebook-Gruppe genannt, werde ich auch alles euch dort erzählen und euch auch mitnehmen, euch ein paar Einblicke quasi mitteilen. Und es wird auch, ich muss gerade überlegen, ich glaube, der 13. ist es. Also wir haben jetzt nächste Woche nochmal eine YouTube-Aufnahme mit der lieben Kati. Da geht es dann ums Thema Schwangerschaft und Lipidem. Und die Woche drauf, wenn ich quasi wieder aus dem Urlaub zurück bin, werde ich euch auch nochmal eine Aufnahme machen mit ganz, ganz vielen Einblicken. Ja, so der Plan. Ich hoffe, das funktioniert auch alles mit der Technik. Und da werde ich dann auch nochmal darauf eingehen, wie und was ich alles im Urlaub so mache. Aber Vorbereitung für mich ganz wichtig, mit dieser Liste zu arbeiten, damit man nichts vergisst. Für mich, wie gesagt, zum Flug die Kompression. Ansonsten auf jeden Fall auch Waschmittel mitnehmen für die Kompression, dass wenn ich sie auch mal zwischendrin anziehen möchte, die dann auch waschen kann. Und dafür empfehle ich euch auf jeden Fall, ein zusätzliches Handtuch mitzunehmen. Man packt normalerweise eh Handtücher ein, weil bitte die Kompression nicht so mit den Händen ausbringen, sondern wirklich in ein Handtuch packen und ausdrücken. Ja, warum? Ihr macht sonst quasi die Wirkung der Kompression, also das Material mag das nicht so gerne, wenn man das quasi so zieht und verbiegt. Na, deswegen ist es empfohlen, wurde mir empfohlen und wird auch von ganz vielen so gemacht, das wirklich mit einem Handtuch umwickeln und dann ausbringen oder vielleicht, ja, ich bin auch schon mit den Füßen drauf rumgetrampelt, ne, um es einfach auszudrücken und dann trocknet es ja auch, also in den heißen Urlaubsorten relativ schnell, sodass man sie wieder anziehen kann. Das wäre mal das eine, also wie gesagt, waschen, immer irgendwas dabei haben zum Waschen und dann natürlich dafür sorgen, dass ausreichend Creme mit dabei ist, sowohl als Sonnencreme, als auch die Geschichte, dass die Beine gekühlt werden. Ich habe jetzt von ganz vielen auch über die Story in Instagram, wo ich die Umfrage gemacht habe, gehört, die nehmen Kühlpads mit. Das werde ich jetzt nicht machen oder eine Kühlmatte, aber wenn ihr das könnt und wenn ihr das wollt und wenn ihr vielleicht auch die Möglichkeit habt, Kühlpads oder eine Kühlmatte irgendwo zu kühlen, ich gehe mal davon aus, normalerweise hat man ja in jedem Hotel auch einen Kühlschrank,
je nachdem, wie groß der ist, kann man da so ein Teil mal reinpacken. Das ist ganz cool. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall Kühlgel mitnehmen, ne? Also das habe ich auch immer mit dabei. Und Pflegeprodukte sowieso für die Haut, für die Haare, ne? Damit einfach da durch die Sonne, je nachdem, wie gesagt, wenn man in Urlaub hingeht, ich beziehe mich jetzt auf den Ägyptenurlaub, ne? Dass man da einfach gut versorgt ist. Weil die Haut ist einfach unser größtes und wichtigstes Organ, und wenn wir die nicht richtig versorgen und pflegen und dann auch noch einen Sonnenbrand bekommen und die Kompression wieder drüber ziehen müssen, ich glaube, dann brauche ich euch nicht sagen, wie sich das anfühlt und wie blöd es dann nachher auch ist, wenn die Haut auch anfängt, sich zu schuppen, ne? Und man quasi diese Schuppen, diese Hautstückchen in der Kompression hat, dass das nicht angenehm ist, brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen. Genau, was kann ich noch mitnehmen? Ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich diesen Massageroller mitnehme. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle aus Holz, aus Plastik oder aus Silikon, dass man einfach so die Beine auch immer wieder massieren kann. Und ich werde definitiv auch gucken, wie gesagt, nochmal ein zusätzliches Handtuch, was ich dann vielleicht auch nachts, im Normalfall gibt es ja eine Klimaanlage, aber wenn dann die Beine doch mal stark pochen, dass ich die dann noch mit einem Handtuch umwickeln kann. Das sorgt bei mir vor allem auch hier in Deutschland im Sommer für einen erholsamen Schlaf, sage ich jetzt mal, weil wenn die Beine natürlich schön gekühlt sind aufgrund dieses feuchten Handtuchs, dann schläft man natürlich auch besser, als wenn die anfangen zu pochen und man das Gefühl hat, die explodieren gleich. Das sind auf jeden Fall so meine Highlights. Jetzt muss ich gerade mal schnell meine Liste hier reinschauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was wichtig ist. Na klar, ich meine, Badeklamotten, ne, Bikini, vielleicht auch Badeanzug oder in unserem Fall empfehle ich immer sehr, sehr gerne einen Tankini. Das ist quasi eine Bikinihose, aber ein Top als Oberteil sozusagen, also ein Spaghetti, kann man sagen, Spaghetti-Träger-Top so ungefähr, nur eben fürs Wasser, finde ich mega, mega gut, weil dadurch können wir so ein bisschen den Bauch kaschieren, wer das will, wer das mag. Und ja, wir haben trotzdem die Möglichkeit, das Ding nach oben zu rollen, um am Bauch braun zu werden. Also das habe ich sehr, sehr gerne früher getragen, als ich noch 30 Kilo mehr hatte, habe ich sehr, sehr viel Tankinis getragen. Mittlerweile ist es mir wurscht. Ich ziehe definitiv einen Bikini an, weil mir ist es wurscht, was die anderen denken. Und im Urlaub kennt mich ja sowieso niemand, ne? Und vielleicht werde ich ja so ein bisschen braun am Bauch, ne? Das ist so meine Wunschvorstellung. Dann ganz wichtig, auch gucken, wie sieht es mit der Elektronik aus, ne? Wenn ihr irgendwie Handy oder Laptop oder irgendwas mitnehmt, dass ihr Ladegeräte dabei habt und so weiter und so fort. Schuhe, verschiedene Schuhe, gerade wenn man wandern ist, natürlich Wanderschuhe mitnehmen. Jetzt für mich in meinem Urlaub, ich nehme definitiv Flipflops mit, ich nehme aber auch feste Schuhe mit, weil man weiß ja nie, ob man vielleicht nicht doch mal irgendwo eine Tour macht oder irgendwas oder vielleicht auch mit den Quads oder irgendwas fährt, ne? Dann wäre es gut, wenn man richtiges Schuhwerk hat. Ja, was noch? Geldbeutel etc. pp., Geld überhaupt, Personalausweis und so weiter und so fort. Auch das steht alles auf der Liste drauf. Anziehhilfe für die Kompression und Gummihandschuhe versteht sich auch für mich definitiv von alleine, weil ohne die komme ich einfach nicht rein und tue mir sehr, sehr schwer. Ansonsten Mentholtropfen hat noch eine, genau zum Thema Kühlen hat noch eine Mentholtropfen geschrieben, die sie dann quasi in ihre Sprühflasche macht. Also viele nehmen auch die Sprühflasche mit, um die Kompression feucht zu halten oder um die Beine feucht zu halten. Und wenn da Menthol drin ist, dann hat es nochmal einen zusätzlichen Kühlungseffekt. Also ist auch nochmal ein ganz, ganz geiler Tipp. Danke dafür. Ansonsten Wäschenetz, ja, so Sachen, ne? Auf jeden Fall alles, was man sowieso auch mitnehmen würde, ne? Plus eben die Sache, was man fürs Schwimmbad dem einfach braucht, dass es uns gut geht. Ja, wie gesagt, die Kompression steht an erster Stelle. Manche nehmen noch einen Lymphomaten mit, wenn sie einen haben. Muss man eben auch schauen, wenn man irgendwo hinfliegt, wie kann man das unterbringen. Wir gehen jetzt zum Beispiel nur zum Schnorcheln. Das heißt, wir brauchen auch kein Taucher-Equipment. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel zum Tauchen geht, dann wäre das zum Beispiel auch noch was mit müsste. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde euch die Liste hier zum Download zur Verfügung stellen. Und wer mag, darf die sehr gerne in eine Folie stecken oder wenn ihr die Möglichkeit habt, einlaminieren. Und dann könnt ihr die nämlich jedes Mal wiederverwenden, indem ihr einfach nur einen wasserlöslichen Stift benutzt und quasi vorne einen Haken oder einen Strich oder was auch immer dran macht. Dann habt ihr quasi für immer eine tolle Liste, die ihr vielleicht auch, also wir werden auch so kleine Fenster, da sind so kleine Fenster drin eingefügt in der Liste,
wo auch nochmal Sonstiges mit dazugeschrieben werden kann, also irgendwas, was euch besonders wichtig ist, wo ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, ne? Also das ist auf jeden Fall, das findet ihr hier drunter unter der Aufnahme und die könnt ihr euch jederzeit runterladen und ich hoffe, dass ich der ein oder anderen damit einen Gefallen tun kann und vielleicht so ein bisschen für Leichtigkeit sorgen kann, weil wenn da schon mal die Hälfte draufsteht oder über die Hälfte draufsteht von dem, was man vielleicht sonst irgendwie gerade nicht auf dem Schirm hat, ne? Weil oft ist es ja so, ganz lang vor dem Urlaub, ne? Also ich habe letzte Woche schon gedacht, ja, das brauche ich, das brauche ich, das habe ich nicht vergessen. War eigentlich alles klar. Und dann ist aber so ein, zwei Tage vor dem Urlaub und dann sitzt man da und denkt, Mensch, was war denn das jetzt nochmal? Oh mein Gott, irgendwas darf ich doch absolut nicht vergessen, ne? Ja, wie sieht das aus? Was war das? Was war das? Man kommt einfach nicht mehr drauf, ne? Man kann sich einfach nicht mehr dran erinnern. Und deswegen finde ich super, wenn man so eine Liste hat und da dann vielleicht auch schon ein paar Wochen vorher anfängt, noch zu ergänzen, was man nicht vergessen will oder nicht vergessen darf. Ne? Ich nehme zum Beispiel auch unser neues Lüppedem-Buch mit. Ich habe es da hinten liegen, sieht man vielleicht jetzt gar nicht richtig. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit und werde mir das definitiv auch nochmal durchlesen. Das habe ich noch gar nicht getan, um Gottes Willen, weil ich natürlich auch noch nicht dazugekommen bin. Das habe ich mir wirklich fest vorgenommen für den Urlaub. Ich werde nochmal ein Buch mitnehmen, ich werde auch Hörbücher mitnehmen. Also ich werde definitiv auch ganz, ganz viel lesen und versuchen zu entspannen. Aber ich werde auch für meine Coaching-Teilnehmer natürlich da sein. Das ist mir besonders wichtig. Es wird feste Zeiten geben, in denen ich auf jeden Fall erreichbar bin. Und ich werde auch feste Arbeitszeiten einplanen, damit nichts liegen bleibt. Und dann freue ich mich jetzt schon wahnsinnig auf den Urlaub. Ich bin echt sehr, sehr gespannt und ich glaube, diese Anspannung, die gerade so da ist, die fällt erst ab, wenn ich wahrscheinlich im Flieger sitze und der gerade am Abheben ist. Ich bin super gespannt. Wir waren schon mal auf der Anlage, mein Partner und ich. Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Bin ich normal auch gar nicht. Ich bin nicht so, also der typische Deutsche, ne, sage ich jetzt mal so. Die fahren oder viele Deutsche fahren ja immer wieder dahin, wo es gut war. Und ich bin immer so jemand, der sagt, nee, wir fahren nicht gleich zweimal irgendwo hin, weil es ja blöd, ne? Dann verpasst man ja woanders irgendwie was. Und dieses Mal haben wir uns tatsächlich bewusst dafür entschieden, wieder auf diese gleiche Anlage zu gehen, in der wir vor, lass mich lügen, 5 Jahren, glaube ich, waren. Ja, müsste 5 Jahre jetzt her sein, 2017, ja, genau, 2017, ja. Und da werden wir nochmal hingehen, einfach aus dem Grund, weil wir uns da schon auskennen. Und weil wir dann einfach hoffen, schneller in den Entspannungsmodus zu kommen. Vielleicht geht's auf, vielleicht geht's auch nicht auf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und werde an dieser Stelle heute gar keinen großen Aufruf machen. Ne? Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich euch gerne helfe. Wer will, wie gesagt, darf sich melden. Ansonsten werde ich heute gar nicht groß viel dazu sagen. Ich möchte euch einfach diese Liste mitgeben für den Urlaub, dass ihr gut ausgerüstet seid, dass ihr nichts vergesst, dass ihr eine tolle Zeit im Urlaub habt, dass ihr euch nicht den Kopf voll laden müsst, mit ständig an irgendwas zu denken und dass ihr den Urlaub dann auch in vollen Zügen genießen könnt, weil ich weiß, es waren schon einige im Urlaub. Wir haben in meiner Facebook-Gruppe so eine kleine Umfrage auch schon gemacht gehabt und ich weiß, dass ganz viele noch in den Urlaub fahren, ganz viele, die auch ganz frisch die Diagnose haben und sicherlich davon profitieren werden, von denen, die schon im Urlaub waren, vielleicht auch von mir, wenn ich nächste Woche davon erzähle. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich und ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen die Angst nehmen kann. Und bitte vergesst nicht, es gab ja auch eine Zeit vor der Diagnose. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ja, aber ich muss sagen, ich war am Anfang auch sehr, sehr, sehr streng mit mir, was das Lipidem angeht. Ich habe nichts ausfallen lassen. Es gab keine Minute ohne Kompression, außer ich bin ins Bett gegangen. Ich war sehr, 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 sehr streng. Und mittlerweile weiß ich, es wird, egal ob ich die Kompression trage oder nicht, es ist nicht aufzuhalten. Ne? Das wissen auch ganz wenige nicht. Die Kompression hält nicht das Lipidem auf. Sie lindert aber unsere Beschwerden. Und dementsprechend weiß ich im Urlaub, da habe ich gar keinen Stress. Da werde ich sicherlich auch weniger Schmerzen haben. Und dadurch, dass ich sehr viel im Wasser auch sein werde, werde ich sicherlich auch ohne Kompression mal ein paar Tage klarkommen. Und da dürft ihr wirklich, wenn ihr einen Strandurlaub macht, wenn ihr die Möglichkeit habt, viel ins Wasser zu gehen, euch ein bisschen von dieser Angst befreien. Für diejenigen, die wandern, ja, die haben ein bisschen ein größeres Problem, weil Wandern ohne Kompression kann richtig schmerzhaft werden. Für mich zumindest, ne, da spreche ich auch jetzt nur mal für mich. Ich weiß aber, dass es vielen ähnlich geht. Ich weiß aber auch, dass viele Frauen sagen, nee, Kompression zum Wandern und zum Sport geht für mich gar nicht. Also auch da, wir sind alle so, so, so unterschiedlich. Und deswegen sage ich ja, man muss einfach individuell schauen, was passt zu einem. Trotz Lipidem sind wir alle
komplett unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliches Schmerzempfinden und wir haben unterschiedliche Einstellungen. Und dementsprechend möchte ich euch einfach auf den Weg geben, dir da draußen auf den Weg geben, entspann dich. Wie sagt mein Trainer immer, entspannt siegen. Da ist so ein bisschen was dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr noch in Urlaub geht, dass ihr mit der Liste ein bisschen was anfangen könnt, dass ihr den Urlaub genießen könnt. Vielleicht nehmt ihr auch mich mit in den Urlaub über die Gruppe oder so. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und eine geile Zeit, wann auch immer ihr die Folge hier angehört habt. Viel Spaß mit der Liste. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder zur neuen Podcast-Aufnahme, zum neuen YouTube-Video mit der lieben Kathi. Da geht es dann, wie gesagt, um das Thema Lymphödem, also Schwangerschaft, Selbstmanagement mit Lymphödem, mit Lymphödem. Und kann ich euch jetzt schon verraten, war ein sehr spannendes, sehr, sehr interessantes Interview. Nicht verpassen. Und ansonsten in 2 Wochen gibt es dann quasi das Resümee aus meinem Urlaub. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund. Und wer Interesse hat, darf sich gerne jederzeit bei mir melden. Vielleicht ganz kurz noch zu der Geschichte mit dem Kennenlerngespräch. Es wird auch während der Urlaubszeit das Telefon besetzt sein, beziehungsweise der Kalender frei zur Verfügung sein, denn die Kennenlerngespräche führen meine Assistentinnen. Die macht mittlerweile nicht mehr ich, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe und weil ich den Fokus wirklich nur noch auf die Zusammenarbeit mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen gelegt habe. Deswegen hoffe ich auch da auf euer Verständnis. Also wenn ihr Interesse habt, mit mir zusammenzuarbeiten, jetzt tue ich es halt doch, ne? Aber mir ist es einfach wichtig, dass ihr es wisst. Dann bitte sichert euch ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch mit der lieben Heike oder mit der Eva. Und dann wird einfach ein kurzes Vorabgespräch geführt, ne, um zu gucken, was ist die Situation und wie kann ich helfen. Seid ihr bei mir überhaupt richtig? Ne? Das können die 2 super gut abschätzen. Die sind bei mir auch im Coaching und dementsprechend wissen sie, wer zu uns passt und wem wir vielleicht nicht helfen können. Auch das passiert immer mal wieder. Und da dürft ihr, wie gesagt, die nächste Zeit auf jeden Fall auch Termine sichern. Und vielleicht starten wir ja dann direkt nach dem Urlaub durch. Also ohne Lücke, ohne Pause, direkt bam, Vollgas. Ich freue mich und sag bis zur nächsten Folge und bis bald.